Einen wunderschönen guten Abend, guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich Sie zu diesem zu dieser neuen Vortragsreihe begrüßen kann. Heute in Corona-Zeiten ist das ja alles ein bisschen anders geworden, aber ich hoffe genauso informativ und dass wir nachher vielleicht genauso gut darüber diskutieren können. Mein Name ist Uwe Kehler. Ich bin der Leiter der neurochirurgischen Abteilung hier in der Asklepios-Klinik Altona und möchte Ihnen heute etwas über eine behandelbare Demenz erzählen, den sogenannten Normaldruckhydrocephalus. Aber ich will Ihnen vorher vielleicht noch etwas weiter erzählen, etwas über die Neurochirurgie, was die Neurochirurgie eigentlich ist und was wir hier für Schwerpunkte haben. Bevor ich dann eigentlich auf den Vortrag zurückkommen werde, eine behandelbare Demenz, den Normaldruckhydrocephalus. Was ist Neurochirurgie eigentlich? Neurochirurgie ist ein Fach, was sich beschäftigt mit Erkrankungen des Nervensystems, die operativ behandelt werden können. So geht es zum Beispiel um Hirntumore, es geht natürlich um Wasserköpfe, es geht um Wirbelsäulenerkrankungen, Nervenverletzungen und Schmerzen und so weiter. Die Neurochirurgie ist ein Hightech-Fach. Wir haben sehr viele Instrumente bei uns im Operationssaal und besonders zeichnet uns aus, dass wir praktisch alles durch das Operationsmikroskop operieren. Sie sehen hier so ein Mikroskop, aber es reicht uns nicht aus, dieses nur durch das Mikroskop zu operieren. Wir brauchen viele, viele Zusatzinformationen, die wir uns auf Bildschirme oder direkt ins Mikroskop einblenden lassen können, wie Sie das hier sehen. Und hier sehen Sie einmal unseren Fuhrpark, unseren Instrumentenfuhrpark im Operationssaal, was wir routinemäßig im Betrieb haben. Hier ist eine sogenannte Neuronavigation. Hier ist ein intraoperativer Ultraschall, dass wir immer genau sehen, wo wir sind, was wir machen. Und das können diese Bilder können wir auch mit der Kernspintomographie fusionieren, dass wir super Bilder während der Operation bekommen von dem Ist-Zustand. Wir haben natürlich ein Röntgen. Hier sehen Sie ein Gerät, da können wir die nervale Funktion, die Hirnfunktion mit dem sogenannten intraoperativen Monitoring überwachen und bestimmen. Und natürlich Endoskop ist immer dabei, wenn es notwendig ist, um die Ecke zu schauen und so weiter. Die Navigation, die Neuronavigation, die kennen Sie ja alle aus dem Auto, wie hier auch links. Sie wollen ja immer gerne wissen, wo Sie gerade sind, aber Sie wollen auch wissen, wo es weitergeht. Und das ist natürlich immer besonders dann wichtig, wenn sich etwas verändert hat. Bei Tumoren zum Beispiel ist die Anatomie oder sozusagen Ihre Straßenkarte nicht mehr so wie normal. Und dann können Sie das sehen und können genau planen, wie hier mit einem Zeiger zum Beispiel oder hier auf der Kernspintomographie, die Sie vorher gemacht haben, wo denn Ihr Tumor ist, wo vielleicht irgendwelche Regionen sind, die Sie unbedingt schonen müssen. Und Sie können sich auch zum Beispiel hier Tumorgrenzen in das Mikroskop einblenden lassen. Eine große Hilfe und damit haben wir natürlich auch sehr viel sichere Operationen heutzutage. Die Neurochirurgie hier in Altona besteht aus 4 Oberärzten, 2 Fachärzten, 5 Assistenzärzte, ich habe das hier leider auf dieser Folie falsch drauf und natürlich ein Chef. Wir machen etwa 1800 Operationen. Und da können Sie sich ausrechnen, dass jeder meiner Ärzte doch sehr viel operiert. Und operieren, viel operieren ist natürlich wichtig, um auch eine bestimmte Expertise zu bekommen. Und deshalb ist das so gut, dass wenige Leute viel operieren und damit natürlich in dem, was sie machen, besonders gut sind. Und wichtig ist auch bei einer bestimmten Größe, dass man natürlich eine neurochirurgische Versorgung 24 Stunden am Tag hat. Das heißt, wir können rund um die Uhr unsere Patienten versorgen, wenn es denn sein muss. Und das 7 Tage in der Woche. Immer ist ein Neurochirurg im Hause. Ein zweiter Neurochirurg ist abrufbar zu Hause. Und wenn es notwendig ist, kann auch ein dritter dazukommen. Ich will Ihnen noch kurz unsere Schwerpunkte hier in der Neurochirurgie einmal kurz vorstellen. Ein Schwerpunkt sind Hirntumore. Sie sehen hier ganz viele verschiedene Hirntumore. Das ist ein ganz wichtige Sache. Hier behandeln wir so viel Tumoren, dass wir auch
eine entsprechende Erfahrung mit allen verschiedenen Tumoren in allen verschiedenen Lagen haben und dieses natürlich auch unterstützt mit der ganzen Technik, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Dabei möchte ich Sie kurz darauf hinweisen, dass es im nächsten Jahr auch einen Asklepios-Krebskongress geben wird, der im Februar stattfinden wird in der Handwerkskammer. Und da gibt es auch einen Patientenaktionstag, zu dem Sie natürlich alle herzlich eingeladen sind. Ein weiterer Schwerpunkt der Neurochirurgie hier in Altona sind die sogenannten neurovaskulären Erkrankungen, also Gefäßerkrankungen des Gehirns mit Hirnblutung, mit Aussackung des Gehirns, Hirnaneurysma, da wie Sie das hier sehen. Und hier arbeiten wir ganz eng zusammen im sogenannten Neurozentrum, zusammen mit den Neuroradiologen, den Neurologen und wir, den Neurochirurgen. Wir haben auch jeden Tag eine gemeinsame Besprechung, wo wir alle Fälle, alle schwierigen Fälle miteinander besprechen und immer die beste Therapie für unsere Patienten aussuchen. Ein weiterer großer Schwerpunkt ist die Schmerztherapie und insbesondere die Gesichtsschmerzen, die Trigeminusneuralgie mit einschießenden Schmerzen, wenn die Patienten nicht richtig behandelt werden oder behandelt werden können mit Medikamenten, dann ist das so schlimm, dass sie am liebsten eigentlich aus dem Fenster springen würden. Man nennt das deshalb auch Selbstmordkrankheit. Und diese Erkrankung kann man in aller Regel sehr gut auch chirurgisch behandeln. Sie sehen hier so ein paar Fälle. Ursächlich ist ein sogenannter Gefäßnervenkontakt. Sie sehen den Trigeminusnerven und hier drunter spießt sich so ein Gefäß in den Trigeminusnerv. Hier ist es bereits dieser Gefäß-Nervenkonflikt beseitigt und damit das nicht von der anderen Seite drückt, ein kleines Polsterchen dazwischen gesetzt. Das ist eine Erkrankung, die zwar selten ist, aber wir führen trotzdem jede Woche eine solche Operation durch mit dieser sogenannten mikrovaskulären Dekompression. Und wenn das nicht geht, dann gibt es auch diese Thermoläsion des Ganglion-Gasseri, wo wir diese Patienten sehr erfolgreich behandeln können. Und die Wirbelsäule natürlich, Volkskrankheit, Wirbelsäule, da sind die Neurochirurgen natürlich immer aktiv, weil es da ja auch um Nerven geht, um Bandscheibenvorfälle und all diese Wirbelsäulenerkrankungen behandeln wir hier, die Frakturen zusammen mit unseren Unfallchirurgen. Hier haben wir auch eine entsprechend große Expertise in Altona. Eine ganz wichtige Erkrankung dabei ist die sogenannte Spinalkanalstenose, eine Erkrankung der älteren Patienten, die Beinschmerzen kriegen, wenn sie länger gehen, aber ganz gut Fahrrad fahren können. Sie sehen hier mal so einen Wirbelkanal, wie er ganz eng geworden ist, nach der Operation schön weit. Das kann man auch im Alter, auch beim 90-Jährigen, über einen ganz kleinen Zugang operieren. Die konservative Therapie reicht da nicht so aus. Sie sehen hier den kleinen Wirbelkanal, der da übrig geblieben ist und hier nach der Operation, wie die einzelnen Nervenfasern wieder mit Nervenwasser umspült sind. Eine sehr dankbare Behandlung, die auch bei älteren Patienten sehr segensreich ist, wenn man denn diese Beschwerden hat. Und häufig hört man, dass die Wirbelsäule versteift werden soll. Das kann man mit diesen mikrochirurgischen Techniken, wie wir sie anwenden, in vielen Fällen vermeiden. Aber jetzt möchte ich zu dem eigentlichen Vortrag kommen. Heute auch ein ganz großer Schwerpunkt bei uns, der sogenannte Normaldruckhydrozephalus. Und dieser Normaldruckhydrozephalus geht häufig auch mit einer Demenz einher. Aber dieses ist eine behandelbare Demenz. Und ganz wichtig, was ich Ihnen mitgeben will hier, heute Abend bei diesem Vortrag ist, dass Sie wissen sollen, eine Demenz ist nicht gleich Alzheimer. Demenz ist ein Symptom einer Erkrankung. Und man muss immer gucken, wenn man eine Demenz entwickelt, woran liegt das? Bei der Alzheimer-Erkrankung ist die Demenz das führende Symptom dieser Erkrankung. Aber es gibt ganz viele andere Erkrankungen, die auch zu einer Demenz führen und das müssen Sie immer abklären. Die Demenz in aller Regel entwickelt sich am Anfang mit einer Kurzzeitgedächtnisstörung, mit Merkfähigkeitsstörung. Und wenn es weitergeht im späteren Verlauf, dann kommt es zu einem Verlust auch von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die im Laufe des Lebens erworben wurden. Und hier sehen Sie ein paar Ursachen von der Demenz. Hier zum Beispiel ein Hirntumor oder hier auch ein Hirntumor. Das ist ein ganz interessanter Fall gewesen. Dieses ist ein Bild einer Lehrerin, die immer scheinbar ein bisschen komisch war.
Und man hat erst eigentlich das bemerkt, als sie blind wurde. Da hat man gesehen, Mensch, machen wir doch mal ein Bild vom Kopf, was denn eigentlich los ist, obwohl man es hätte viel früher machen sollen. Und hier sieht man diesen großen Tumor, den wir relativ problemlos entfernen konnten. Oder hier sehen Sie eine Zyste im Hirnkammersystem. Hier sehen Sie eine Erkrankung, die wir bei älteren Patienten auch ganz häufig sehen, nach einem Sturz, die Entwicklung eines sogenannten chronischen Subduralhämatoms, einer Blutung zwischen der Hirnhaut und dem Gehirn. Eine Erkrankung, die häufig mit Kopfschmerzen einhergeht, möglicherweise auch mit Lähmungserscheinungen, aber auch mit Gedächtnisstörungen, mit Wesensveränderungen, die häufig als Demenz bezeichnet werden. Und dieses kann häufig auftreten nach einem Sturz oder nach einem Kopfanstoß. Gerade wo man heute so häufig Blutverdünner bekommt, muss man auch daran denken. Und dann natürlich der sogenannte Normaldruckhydrocephalus, über den wir jetzt gleich sprechen wollen. All diese Erkrankungen gehen oder können mit einer Demenz einhergehen und alle diese Demenzarten sind gut behandelbar. Und hier sehen Sie einen Patienten, der den Normaldruckhydrocephalus hat und der aber ganz lange nicht behandelt worden ist. Sie sehen, ich habe diesen Patienten gebeten, einmal aufzustehen, sich hinzusetzen. Und Sie sehen, der Patient versteht die Aufforderung gar nicht richtig. Er bewegt so ein bisschen seine Beine. Vielleicht hat er einen Teil verstanden. Der hat eine lange Leidensgeschichte gehabt. Aber man ist nicht darauf gekommen, was er hat. Oder man wollte ihn dann nicht mehr behandeln, weil er schon zu schlecht war. Und so etwas, sowas kann man vermeiden, wenn man dran denkt und wenn man das rechtzeitig behandelt. Der sogenannte Normaldruckhydrocephalus geht einher mit einer Gangstörung, mit einer Inkontinenz und einer Demenz. Und von dem Erstbeschreiber, nach dem Erstbeschreiber benannt, nennt man das Hakim-Trias. Und wenn die Patienten zusätzlich in der Computertomographie, der Kernspintomographie so ein großes Hirnkammersystem haben, wie Sie hier sehen, und man vielleicht auch noch den Hirndruck dabei misst, und der normal ist, dann hat man die Symptome und die Definition des Normaldruckhydrocephalus. Man nennt Normaldruckhydrocephalus auch Altershirndruck, obwohl in Wirklichkeit gar kein Hirndruck besteht, aber das ist eine sehr gute, gut verständliche Ausdrucksweise für diejenigen, die medizinische Laien sind. Man nennt dieses auch Altershydrocephalus. Hydrocephalus heißt ja Wasserkopf, also Altershydrocephalus, Hydrocephalus im Alter oder Erwachsenenhydrocephalus. Der Erstbeschreiber hier, sehen Sie nochmal Herr Hakim, der das in den 60er Jahren beschrieben hat. Und trotzdem ist diese Erkrankung heute nicht immer überall ausreichend bekannt. Hier sehen Sie nochmal die Symptome dieser Erkrankung. Gangstörung, Inkontinenz und Demenz. Aber Sie sehen auch hier, dieses Bild soll das zeigen, dass nur die Hälfte der Patienten wirklich alle drei Symptome haben. Die meisten haben eine Gangstörung oder eine Gangstörung zusammen mit einer Inkontinenz oder eine Gangstörung mit einer Demenz zusammen. Wenn wir uns einmal anschauen, wie eigentlich so das normale Altern ist, das sehen Sie hier oben, nicht? Zunächst können Sie gut gehen, bis 70, 80 sind, dann gibt es doch leichte Gebrechen mit dem Gehen. Irgendwann werden Sie bettlägerig und irgendwann sterben Sie. Wenn Sie den Normaldruck oder Altershydrocephalus haben, dann ist aber diese Zeitachse total zusammengeschrumpft. Viel früher haben Sie Gangschwierigkeiten oder Gehschwierigkeiten, werden bettlägerig und Sie sterben auch viel früher, wenn Sie denn diese Erkrankung nicht behandeln. Deshalb ist es wichtig, um Sie möglichst lange mobil, unabhängig zu behalten, dass diese Erkrankung rechtzeitig erkannt wird und auch rechtzeitig behandelt wird. Und hier sehen Sie einmal, wie denn so die Sterblichkeit ist, wenn man diese Erkrankung hat. Sie sehen, nach der Diagnosestellung sind nach 5 Jahren 80 bis 90% der Patienten, die über 70 sind mit dieser Erkrankung, bereits gestorben. Das ist so ähnlich wie bei einer bösartigen Erkrankung. Und deshalb ist es auch so wichtig, die Patienten entsprechend zu behandeln.
Nun ist das eigentlich eine seltene Erkrankung oder eine häufige Erkrankung. Auch früher, als man diese Erkrankung nicht hatte, tatsächlich schien das relativ selten zu sein. Aber je neuer die Studien sind, desto und je besser man diese Erkrankung kennt und erkennt, sieht man, dass es gar nicht so selten ist. Bei über 65-Jährigen sind das irgendwie so 4-5% der Fälle. Und wenn wir daran denken, dass unsere Gesellschaft immer älter wird, wird das natürlich auch immer häufiger. Wenn wir das einmal uns anschauen, wir haben etwa in Deutschland 20 Millionen Patienten, die 65 Jahre und älter sind. Und wenn wir diese 5% einmal hochrechnen, bedeutet das, dass wir etwa 1 Million Patienten haben, 1 Million Erkrankte in Deutschland. Und für Hamburg sind das allein 20.000, also richtig eine hohe Zahl, sodass man durchaus über eine Volkskrankheit reden kann. Warum ist das Ganze nun so häufig? Das Herz pumpt ja mit einem relativ hohen Puls das Blut durch die Gefäße in das Gehirn. Wenn die Gefäße aber noch normal elastisch sind, dann wird dieser hohe Puls in einen fast kontinuierlichen Fluss überführt. Wenn die Gefäße aber alt, rigide werden, zum Beispiel durch Atherosklerose, durch hohen Blutdruck, durch Rauchen oder sonstige Erkrankungen, Diabetes, dann verlieren sie ihre Elastizität und diese hohe Pulsamplitude wird direkt in die kleinen Kapillaren, die kleinen Blutgefäße des Gehirns weitergeleitet. Und das hämmert sozusagen die ganze Zeit auf das Gehirn. Und Hirnwasser ist nicht komprimierbar. Das heißt, das ist fest wie Stein. Und Sie müssen sich vorstellen, jetzt liegt das Gehirn auf dem Stein und da hämmert dieser Puls drauf. Und dass das nicht gut für das Gehirn ist, kann man sich ganz gut vorstellen, dass das Gehirn darunter leidet. Obwohl das so eine häufige Erkrankung ist, hat sie doch so ein stiefmütterliches Dasein, so ein Aschenputtel-Dasein und wird häufig nicht behandelt oder häufig vernachlässigt. Dabei ist es eine königliche Erkrankung. Sie sehen hier, das ist der König von Thailand, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Der hat auch diese Erkrankung gehabt, wurde auch behandelt. Und ich sage meinen Patienten deshalb auch mal, naja, es ist natürlich nicht gut, dass sie diese Erkrankung haben, aber es ist eine königliche Erkrankung. Und das Gute, man kann diese Erkrankung heute ganz gut behandeln. Man muss natürlich immer auch an andere Erkrankungen denken. Wenn die Demenz im Vordergrund steht, muss man natürlich auch an eine Demenzerkrankung beim Alzheimer denken. Aber auch beide Erkrankungen können gleichzeitig vorliegen. Man muss natürlich immer an Durchblutungsstörungen denken. Und gerade wie ich Ihnen das erklärt habe, mit diesen alten Gefäßen, ist es häufig so, dass Patienten einen Normaldruck, Hydrozephalus und Durchblutungsstörungen haben. Die Gangstörung sieht manchmal so ein bisschen aus wie beim Parkinson. Ich zeige Ihnen das nachher noch einmal, wie die Gangstörung genau aussieht in einem kleinen Video. Aber auch ein enger Spinalkanal mit einer Demenz. Einen engen Spinalkanal habe ich Ihnen ja gezeigt, macht auch eine Gangstörung. Und tatsächlich zusammen mit einer Demenz kann das mal gar nicht so einfach voneinander zu differenzieren sein. Über Hirntumor habe ich schon geredet, auch über die Subduralhämatome, diese Blutung zwischen der Hirnhaut und dem Gehirn. An all das muss man natürlich auch daran denken, wie ich Ihnen auf diesem Bild ja schon mal gezeigt habe. Nun hat man bei dieser Erkrankung eine Gangstörung, diese Inkontinenz, ich gehe gleich auf die Symptome noch ein bisschen näher ein und die Demenz. Das Gen ist häufig breitbasig, ataktisch, das heißt unsicher. Die Schritte werden immer kürzer. Die Patienten können, wenn es weiter fortgeschritten ist, die Füße nicht mehr richtig vom Fußboden hochheben und schlurfen auf dem Boden. Aber sie schwingen in der Regel die Arme ganz gut mit. Das ist eine wichtige Differenzierung zum Parkinson. Beim Parkinson werden die Arme in der Regel gar nicht mitbewegt, aber beim Normaldruck Hydrozephalus besonders gut. Kommt es im weiteren Verlauf zu einer erhöhten Sturzgefahr, zum erschwerten Aufstehen und zu einer Gehunfähigkeit. Und ich will Ihnen jetzt mal ein paar Patienten zeigen, wie das denn so aussieht. Bei einer Patientin, die sehr unsicher ist. Sie sehen, was für kleine Schritte sie macht. Sie mag schon gar nicht mehr alleine gehen, weil sie Angst hat, hinzufallen.
Deshalb muss der Mann sie immer festhalten. Sie sehen diese ganz kleinen Schritte, die sie macht. Jetzt geht sie langsam wieder zurück zum Stuhl. Sie ist auch schon mal hingefallen, deshalb hat sie auch so große Angst hinzufallen. Hier sehen Sie mal eine Patientin, die kann noch relativ gut gehen, aber geht auch nicht so flüssig, wie man sich das eigentlich wünscht. Aber die Schritte sind auch sehr klein. Sie sollte flott gehen hier bei der Aufforderung. Und jetzt sehen Sie noch einen weiteren Patienten hier, der auch nur ganz kleine Schritte macht. Aber achten Sie noch mal darauf, wie gut er die Arme mitschwingt. Auch ganz typisch, aber er hat zusätzlich noch ein Problem auch mit der Wirbelsäule. Nicht? Sie sehen, wie krumm er geht. So. Und wenn es dann weitergeht, wenn es ganz schlimm wird, dann können die Patienten gar nicht mehr aufstehen. Ich zeige Ihnen dieses Video am Ende noch einmal kurz. Und dieser Patient, den ich schon gezeigt habe, der bettlägerig war, mit dem man kaum noch kommunizieren konnte, das, was man ja eigentlich vermeiden soll. Dann gibt es die Inkontinenz. Die Inkontinenz ist ein wichtiges, auch ganz wichtig nachzufragen, aber hier ist es immer wichtig, die Patienten wirklich zu fragen, weil man mag natürlich nicht so gerne aus Scham darüber berichten, dass das nicht so richtig klappt, dass es vielleicht in die Hose geht. Wenn diese Erkrankung losgeht, dann hat man häufig eine Polakissurie. Das bedeutet, dass man besonders häufig auf die Toilette gehen muss. Das kann aber viele andere Ursachen haben. Das kann zum Beispiel eine Herzinsuffizienz sein. Das kann auch sein, dass man eine Prostatahypertrophie hat oder sowas. Wenn es aber weitergeht, dann entwickeln die Patienten einen sogenannten imperativen Harndrang. Das bedeutet, dass die Patienten, wenn sie müssen, ganz schnell auf die Toilette müssen, sonst geht es in die Hose. Und irgendwann, wenn es weitergeht, wenn die Erkrankung nicht behandelt wird, dann kommt es tatsächlich zu einer richtigen Inkontinenz. Auch mit dem Stuhlgang gibt es häufig Probleme. Es muss nicht sein, aber es kann sein, dass auch die Patienten so einen imperativen Stuhlgang kriegen. Das heißt, sie müssen, und dann müssen sie wirklich ganz schnell zur Toilette, sonst geht das in die Hose. Und es kann auch mal sein, dass diese Stuhlinkontinenz oder der Stuhldrang schlimmer ist als der Harndrang bei dieser Erkrankung. Und dann die Demenz. Ich habe Ihnen das ja schon anfangs erzählt. Die Demenz kann natürlich auch viele, viele andere Ursachen haben, wie zum Beispiel hier Harald Junke mit seinem Alkohol. Das ist natürlich auch ein Problem. Bei dem Normaldruckhydrocephalus, bei dem Altershirndruck, haben die Patienten häufig eine psychomotorische Verlangsamung. Das heißt, wenn sie irgendwas machen sollen, das geht immer besonders langsam. Und auch die Umsetzung, wenn man ihnen eine Aufforderung gibt, etwas zu machen, geht das manchmal sehr verzögert. Uns passiert es durchaus manchmal bei der Visite, dass man den Patienten bittet, jetzt machen Sie mal was, oder man fragt sie etwas, man kriegt keine Antwort. Und wenn man rausgeht, dann kommt plötzlich die Antwort, die manchmal durchaus noch ganz richtig sein kann. Und wenn diese Erkrankung weiter fortschreitet, dann kommt es halt zu diesen auch Persönlichkeitsstörungen und diesen sehr stark verzögerten Sachen und Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Bewegung bis zur Bettlägerigkeit, wie ich Ihnen das vorhin schon einmal gezeigt habe. Wenn man einen Patienten mit diesem Verdacht hat, muss man als nächstes eine Bildgebung vom Kopf machen. Das kann eine Computertomographie sein oder das kann eine Kernspintomographie sein, die wir am liebsten haben, weil man da natürlich sehr viel besser auch differenzialdiagnostisch entscheiden kann, ob andere Erkrankungen dabei sind. Und Sie sehen hier zwei Kernspintomographien, einmal von einem normalweiten Hirnkammersystem und hier von einem erweiterten Hirnkammersystem. Wenn wir die Symptome haben, die ich anfangs beschrieben habe, mit diesem erweiterten Hirnkammersystem, da muss man immer daran denken, dass ein Normaldruckhydrocephalus, ein Altershirndruck, dahinter stecken könnte. Dann gibt es in der Kernspintomographie ein paar Zeichen, das ist jetzt schon was für Fachleute, wo man sagen kann, ja, da ist die Wahrscheinlichkeit besonders hoch, dass sie einen Normaldruckhydrocephalus haben, zum Beispiel hier, dass das Hirnkammersystem groß ist, aber auch hier das Hirnwassersystem in den Furchen ganz weit ist, aber ganz oben sind diese Hirnfurchen nicht richtig dargestellt. Das ist ganz typisch für den Normaldruckhydrocephalus, hat auch eine gute Prognose. Aber
sehen leider auch häufig, dass es radiologische Fehleinschätzungen gibt. Zum Beispiel hier ist ein ganz typischer Befund für einen Normaldruckhydrozephalus. Und hier schreibt der Radiologe, der dieses Krankheitsbild vielleicht nicht so gut kannte, ohne Hinweis auf einen normotensiven Hydrozephalus, was auch das gleiche ist wie Normaldruckhydrozephalus. Das Problem ist, wenn ein Patient einen solchen Befund bekommt, dann wird er gar nicht weitergeschickt zum Neurochirurgen oder zum Neurologen, um eine weitere Diagnostik zu machen. Und er muss dann letztendlich mit dieser Erkrankung, mit der unbehandelten Erkrankung leben, mit der schlechten Prognose, die ich Ihnen ja schon erzählt habe. Auch hier ist so etwas, ein Patient, der solche Bilder hatte mit einem Kommentar des Radiologen, dass er keinen Hydrozephalus hat. Man hat ihm dann gesagt, er soll ins Heim gehen, weil man nichts für ihn machen kann. Aber er hat irgendwie doch rausgekriegt, dass es ein paar Spezialisten auch hier in Altona gibt. Er ist hierher auf eigene Wunsch gekommen. Wir haben nachweisen können, dass er einen Normaldruckhydrozephalus hat, haben ihn behandeln können und er musste zumindest zunächst nicht in ein Heim. Aber man kann mit der Bildgebung diesen Normaldruckhydrozephalus nicht ausschließen. Das ist ganz wichtig. Im Zweifelsfall sollten Sie immer zu einem besonderen ausgewiesenen Fachmann gehen, der diese Erkrankung besonders gut kennt. Wenn man nun die Symptome hat von der Anamnese, die klinische Untersuchung mit der Gangstörung, mit der Demenz, die Bildgebung spricht auch dafür, dann möchte man natürlich wissen, dass da nicht irgendwas anderes noch davor liegt. Man möchte das gerne beweisen. Und das macht man mit sogenannten liquordynamischen Tests, indem man einfach Hirnwasser ablässt. Das kann man so machen, dass man die hier hinten in den Rückenmarkskanal reinpiekt. Der Rückenmarkskanal, der steht in Verbindung mit dem Hirnkammersystem. Wenn man hier unten Wasser ablässt, lässt man auch gleichzeitig Wasser aus dem Kopf ab. Und dann kann man sehen, was danach passiert. Sie sehen hier, das machen wir in Seitenlage. Wir messen auch den Druck noch einmal dabei und lassen dann etwa 40 bis 50 Milliliter Hirnwasser ab und untersuchen die Patienten hinterher und gucken, wie das ist. Was untersuchen wir? Wir untersuchen insbesondere, wie das Gen aussieht. Das Gen ist deshalb so wichtig, weil das sehr schnell darauf anspricht. Das spricht manchmal eine halbe Stunde nach diesem Ablasstest bereits an, dass man eine Verbesserung sieht. Es gibt verschiedene Tests, die man machen kann. Am besten ist natürlich zur Demonstration auch ein sogenannter Videovergleich. Sie sehen einmal eine Patientin, bevor sie punktiert worden ist, und ein paar Stunden nach der Punktion, Sie sehen, wie sie nach der Punktion auf der rechten Seite sich viel schneller drehen kann als vorher. Ein klarer Beweis dafür, dass diese Patientin eine solche Erkrankung hat. Wenn wir ein klares, solches schönes Ergebnis haben, dass jemand sich so verbessert, dann wissen wir auch, er hat ein entsprechendes Potenzial. Manchmal ist es aber schwierig, das zu sehen. Und ich möchte Ihnen jetzt nochmal diesen Patienten zeigen, den ich anfangs Ihnen gezeigt habe. Der ist hier auf der rechten Seite auch punktiert worden. Und Sie sehen, dass wie schwierig das auch im Einzelfall sein kann. Sie sehen auf der rechten Seite, das ist nach der Punktion. Immerhin kann er jetzt die Beine so ein bisschen aus dem Bett rausnehmen. Er kann sich aber noch nicht selbst hinsetzen. Aber das war schon für uns genug an Verbesserung, dass wir ihn auch nachher behandelt haben. Wie wir ihn behandelt haben, das erzähle ich Ihnen nachher. Aber deshalb ist auch der Videovergleich so gut, um das genau anschauen zu können, ob das eine Besserung aufgetreten ist oder keine Besserung aufgetreten ist. So, jetzt gehe ich mal hier weiter. Manchmal sagen die Patienten, ja, sie fühlen sich ein bisschen besser, aber wir können das manchmal mit unserem Test gar nicht genau nachweisen, weil die gar nicht sensitiv genug sind. Aus diesem Grunde ist das so, dass wir, also hier ist nochmal eine wichtige Folie, wie sich die Patienten verbessern und wie denn die Zeitlinie danach ist. Sie sehen, jede Farbe entspricht einem Patienten. Hier sehen Sie die Verbesserung, also je höher diese Kurve ist, desto mehr haben sich verbessert. Und hier ist die Zeitlinie, das sind die Stunden danach. Und Sie sehen, dass die Patienten sich unterschiedlich schnell erholen und auch die Verbesserung nur kurz manchmal anhält und manchmal länger. Hier dieser Grüne, der hat sich ganz schnell erholt, aber nach 3 Stunden war diese Verbesserung schon weg.
Oder dieser Patient, der Gelbe hier, der hat ja fast einen Tag gebraucht, um sich richtig zu erholen. Und das bedeutet, wenn man die Patienten nur einmal oder zweimal untersucht, hat man vielleicht den Patienten zum falschen Zeitpunkt untersucht und es entgeht einem diese Verbesserung und der Patient entgeht möglicherweise auch damit der segensreichen Behandlung. Aus diesem Grunde bekommt jeder Patient von uns nach einer solchen Punktion ein solches Protokoll und da muss er eintragen stündlich und ab dem nächsten Tag dann einmal pro Tag, wie sich denn die Besserung verhalten hat. Und wenn wir so etwas sehen, Sie sehen hier so ein paar Originalverbesserungen, hier geht es innerhalb von ein paar Stunden immer besser. In dem nächsten Bild sehen Sie, dass das eigentlich sofort da war und dann ganz langsam wieder schlechter wird. Oder hier eine Verbesserung, die nur eigentlich 1-2 Stunden angehalten hat und dann nach ein paar Stunden bereits wieder auf dem Ausgangsniveau sind. Das ist ganz wichtig zu wissen, dass wir eigentlich Patienten nach so einem Leak-Vorablass-Test mit so einem Hirnwasserablasstest andauernd untersuchen müssen und die Patienten sollten das möglichst auch andauernd stündlich, halbstündlich dokumentieren. Wenn es zu einer solchen Besserung kommt, die auch nur vorübergehend ist, wir bilden etwa 0,5 Liter von dem Hirnwasser am Tag, deshalb ist diese Verbesserung auch nur so kurz, weil wir nicht ständig etwas auslassen, müssen wir für die Langzeitbehandlung etwas machen, dass das ständig abgeleitet wird. Das machen wir mit so einer sogenannten Leak-vorableitenden Operation. Und meistens ist das ein sogenannter ventrikuloperitoneller Shunt, also eine Hirnwasserableitung über ein Ventilkathetersystem von dem Hirnkammersystem in die Bauchhöhle. In manchen Fällen kann man das auch mal endoskopisch machen, aber in den meisten Fällen ist diese Behandlung notwendig. Da wird dann ein sogenanntes Ventil mit einem Schlauchsystem eingebaut. Heute sollte man immer die sogenannten Gravitationsventile einsetzen, weil die zwar nicht besser im Outcome, aber viel besser in der Komplikationsbeherrschung sind, so etwas einsetzen. Warum funktioniert das Ganze eigentlich? Ich hatte Ihnen ja gezeigt, wie das der Puls eigentlich auf das Hirnkammersystem hämmert. Und auf das Gehirn hämmert. Und wenn wir das ableiten, das Hirnwasser, dann machen wir das Hirnkammersystem praktisch weich und dann ist dieses Hämmern auf das Hirngewebe nicht ganz so schlimm. Sie können sich vorstellen, wenn Sie mit einer Flasche auf einen Stein schlagen, dann geht die sofort kaputt. Aber wenn Sie mit einer Flasche auf einen Schwamm schlagen, dann kriegen Sie die gar nicht kaputt. Und so wirkt das etwa, der Shunt bei dem Normaldruckreduktionsverlust. Und die Ergebnisse sind wirklich frappierend bei dem Patienten. Sie sehen das zum Beispiel hier bei diesem Patienten, der gar nicht mehr aufstehen konnte, der nach der Operation, das ist nur 3 Tage nach der Operation gewesen, hier versucht er immer aufzustehen auf der linken Seite. Hier rechts kann er schon ganz alleine aufstehen und ein paar Schritte gehen. Aber hier, der war mehr oder weniger bettlägerig, weil er ja nicht mehr aus dem Stuhl hochgekommen ist. War immer von Hilfe abhängig. Und das war wirklich ein ganz schönes Ergebnis, muss ich sagen. Und dieser Patient ist ein paar Wochen später dann zu mir in die Sprechstunde gekommen, ohne Gehhilfe. Und musste auch schon einige 100 Meter gehen, damit er überhaupt zu meinem Sprechzimmer kommt. Das war also schon sehr eindrucksvoll. Und so ist das auch bei den meisten Patienten. Sie sehen das hier nochmal auf diesem Bild. Ich hatte Ihnen das vorhin gezeigt, das normale Altern. Das normale Altern können wir natürlich nicht anhalten durch die Operation. Und hier, wie das beim Normaldruckreduktionsverlust ist. Wenn wir sie aber behandeln, dann können wir sie praktisch wieder auf das normale Altern zurückbekommen. Und viele Patienten können wieder gehen oder können besser gehen. Hier spielt gerade, jetzt haben wir wieder das richtige Bild. Dann können wir die Patienten wieder auf das normale Altern anheben. Aber Sie können hier natürlich sehen, wenn die Patienten erstmal bettlägerig sind, dann ist es schon viel schwieriger, sie nochmal gehfähig zu kriegen. Deshalb ist es auch wichtig, dass die Patienten frühzeitig behandelt werden, wenn sie eine solche Erkrankung haben. Und hier sieht man nochmal aus einer Arbeit, wie denn überhaupt die Prognose ist. Erstmal
bezüglich des Überlebens. Hier sehen Sie nochmal die Patienten, die 70 Jahre und älter sind. Wenn sie behandelt werden, überleben sie 5 Jahre mit 90%. Wenn sie nicht behandelt werden, nur 10%. Natürlich sind das schon ältere Patienten und deshalb sind die Langzeitüberlebensraten mit 15 Jahren in diesem Alter nicht mehr ganz so hoch, aber immer noch 35% der Behandelten überleben 15 Jahre, aber nur 2, wenn sie nicht behandelt sind. Also allein für das Überleben ist es wichtig, aber noch viel mehr natürlich für die Lebensqualität, dass man unabhängig bleibt, dass man selbst gehen kann, dass man selbst sich unterhalten kann, dass man auch geistig mit seinen Freunden noch gut miteinander kann, dass man diskutieren kann, dass man am Leben auch geistig teilnehmen kann. Das ist natürlich ganz wichtig für Lebensqualität. Übrigens nicht nur für den Patienten, auch für die Familie ist das natürlich wichtig und für die ganze Gesellschaft, die natürlich auch weniger für ihn bezahlen muss, wenn er nicht pflegebedürftig ist. Jetzt fragen wir uns natürlich, wenn das alles so klar ist, warum gibt es denn so viele Patienten, die so spät behandelt werden oder die gar nicht behandelt? Da gibt es einmal die Fehldiagnose und ganz schwierig ist da auch die Fehldiagnose Alzheimer, weil Demenz mit Alzheimer immer gleichgesetzt wird, aber das ist es gar nicht. Man muss immer schauen, ist das wirklich ein Alzheimer oder ist das nicht eine andere Demenzart? Aber schwierig ist das, wenn man erstmal die Verdachtsdiagnose Alzheimer hat und man weiß, so ganz gute Behandlungsmöglichkeiten für einen Alzheimer gibt es nicht, dann wird man häufig abgeschoben, man wird gar nicht mehr richtig behandelt, man guckt gar nicht mehr nach. Jede Demenz, die wir haben, muss immer einmal, auch eine Alzheimer-Demenz, muss unbedingt mit einer Bildgebung, also mit einer Computertomographie oder noch besser mit einer Kernspintomographie abgeklärt werden, um andere Ursachen auszuschließen. Patienten, die einen Normaldruckhydrocephalus haben, stürzen besonders häufig. Sie werden dann, kommen dann ins Krankenhaus, werden untersucht, vielleicht haben sie die Hüfte gebrochen, sie kriegen vielleicht eine künstliche Hüfte und man wundert sich hinterher, warum sie dann nicht mehr gehen können, warum man sie nicht auf die Beine kriegt und dann kommen sie möglicherweise in Pflegeheim. Aber man muss unbedingt gucken, ob da nicht ein Normaldruckhydrocephalus dahinter steckt und man das nicht vielleicht behandeln kann. Häufig werden die Bilder, die Computertomographien auch schlecht oder fehlinterpretiert, dass nicht gesagt wird, dass da vielleicht ein Normaldruckhydrocephalus hinterstecken kann. Und wenn jetzt ein Hausarzt zum Beispiel vom Radiologen den Befund bekommt, dass da kein Normaldruckhydrocephalus dahinter steckt, dann wird natürlich selbstverständlich der Hausarzt den Patienten nicht weiterschicken zum Neurologen oder zum Neurochirurgen und schon kriegt der Patient möglicherweise diese segensreiche Therapie nicht. Auch wir machen natürlich Fehler mit diesen liquodynamischen Tests. Ich habe Ihnen das gezeigt, dass manche sich ganz schnell bessern, manche spät bessern. Und wenn wir sie zur falschen Zeit untersuchen, kriegen wir das vielleicht gar nicht richtig raus, dass sich sie bessern, dass der Patient sich gebessert hat, insbesondere mit der Gangstörung nach einem solchen Test. Und wenn wir keine Besserung sehen, sind wir natürlich auch zurückhaltend mit einer Operation. Viele sagen auch, Mensch, die Operationen sind zu komplikationsträchtig. Ja, früher waren solche Ventiloperationen wirklich komplikationsträchtig und auch heute noch bei Kleinkindern, wie man das kennt, so Frühgeborene mit einem Wasserkopf, die haben eine Menge Komplikationen, wenn man sie schantet, wenn man so ein Ventil einsetzt. Aber bei älteren Patienten ist das Risiko relativ gering. Man hat ein Infektionsrisiko, wir haben das hier einmal in einer großen Doppelblindstudie, in einer großen randomisierten Studie untersucht, einer prospektiven Studie mit vielen anderen Krankenhäusern und haben Infektionsrisiko von 2,8% gehabt. Wir haben Obstruktionsrate, also einen Verschluss des Schanz gehabt in 10%. Ja, dass diese Obstruktion, ob man nur nicht behandelt oder das dicht wird, naja, dann hätte man vielleicht aber 90% doch was erreicht. So eine Überdrainage gibt es auch noch in 4%. Durch die neuen Schwerkraftventile ist das von 30 auf 3-4% heruntergegangen. Aber man muss auch darüber aufklären, wenn man nichts macht, dass nämlich 90% innerhalb von 5 Jahren versterben, dass sie möglicherweise innerhalb einiger Monate oder Jahre bettlägerig werden und zum
rein Pflegefall werden. Das muss man auch darüber aufklären, wenn man es nicht macht. Und tatsächlich, wenn man den Normaldrucktodocephalus hat, ist es viel schädlicher, viel risikoreicher, nicht zu behandeln, nicht zu operieren, als zu operieren. Da gibt es noch einige, die sagen, ja, der Patient hat einen Normaldrucktodocephalus, aber es gibt ja eine schlechte Langzeitprognose. Ja, natürlich, einer, der 80 ist, der hat nicht so eine gute Prognose wie einer, der 40 oder 50 ist. Aber wenn man mit 80 noch 2-3 Jahre gehfähig ist, ist das ein enormer Gewinn, selbst wenn man vielleicht nicht mehr 10 oder 20 Jahre lebt. Das soll man immer bedenken dabei. Was soll man nun machen, wenn man den Verdacht hat auf eine solche Erkrankung? Sie sollten zu Ihrem Hausarzt gehen oder zu Ihrem Neurologen, vielleicht auch gleich zum Neurologen, aber zum Hausarzt. Die Hausärzte kennen sich in aller Regel sehr gut ja heute damit aus. Sie sollen von Ihrem Verdacht berichten und mit ihm das besprechen, dass Sie eine Computertomographie oder eine Kernspintomographie bekommen. Und sollte sich dieser Verdacht erhärten, dass nämlich das Hirnkammersystem weit ist, dann sollten Sie sich mit diesen Bildern beim Neurochirurgen vorstellen. Und sollten irgendwie weiter Zweifel bestehen oder Sie nicht zurechtkommen, dann sollen Sie sich natürlich, können sich gleich in eine Spezialklinik, wie zum Beispiel hier in unsere Neurochirurgie in Altona, gerne überweisen oder einweisen lassen. Und wir kümmern uns dann gerne darum. Damit bin ich jetzt mit meinem Überblick hier über diesen Normaldrucktodocephalus, über die behandelbare Demenz am Ende. Und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt hier online noch ein bisschen chatten können und ich Ihre Fragen beantworten kann. Vielen Dank. Hier habe ich als erste Frage sehen, glauben Sie, dass es viele unerkannte Hirnkrankheiten gibt? Ja, ja und nein. Also wir müssen sagen, dass heute natürlich die Mediziner gut ausgebildet sind, dass wir gute Diagnostik haben. Aber trotzdem muss man natürlich in Einzelfällen an viele Sachen denken. Und gerade bei dem Normaldrucktodocephalus muss man sagen, ja, es gibt sehr viele Patienten, die nicht oder erst zu spät erkannt werden. Und ja, ich glaube, es gibt eine ganze Menge Erkrankungen, die zu spät erkannt werden, Hirnerkrankung, gerade beim Normaldrucktodocephalus und gerade bei der Demenz. Hat jemand eine Demenz, sollte immer wenigstens einmal eine Bildgebung gemacht werden. Und wie Studien zeigen, ist das leider noch nicht der Fall in Deutschland. Hier habe ich als nächstes eine Frage, sind erhöhte Phosphotauproteine im Leak vor ein Ausschlusskriterium für ein Shunt-OP. Diese Phosphotauproteine, die sind, hat man besonders bei der Alzheimer-Erkrankung. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass ein Alzheimer aber auch mit einem Normaldrucktodocephalus gleichzeitig vorkommen kann. Aber es kann trotzdem im Einzelfall schwierig sein, wie man sich entscheiden soll. Und deshalb kann man auch nicht immer eine generelle Entscheidung sagen. Jeder muss geschantet werden, sondern man muss immer den Einzelfall angucken und im Einzelfall muss man das mit dem Patienten bzw. mit der Familie auch entsprechend erörtern, ob man den Patienten dann behandelt oder nicht. Auf jeden Fall ist es kein Ausschlusskriterium, aber man muss das natürlich in seiner Indikation zur Behandlung, zur Indikation zur Operation besonders abwägen. So, jetzt sehe ich im Moment keine weiteren Fragen hier. Ich will Ihnen aber vielleicht trotzdem sagen, sollte es Probleme geben, sollten Sie nicht weiterkommen, können Sie sich gerne an unsere Klinik wenden. Aber wie gesagt, auch die niedergelassenen Hausärzte, Neurologen, auch die Radiologen in aller Regel kennen dieses Krankheitsbild heute sehr viel besser und damit auch die Chance, dass sie an eine entsprechende Stelle geraten und behandelt werden, ist auch heute viel besser. Hier kommt jetzt gerade noch eine Frage, spielt Neuroborreliose eine Rolle bei einer Demenz?
Die Neuroborreliose macht in der Regel andere Erkrankungen und ist nicht typisch für eine Demenz. Deshalb spielt dieses in der Regel keine Rolle. Bei einer Neuroborreliose sollten Sie aber auf jeden Fall eine neurologische Beurteilung mitbekommen, um dieses richtig abschätzen zu können. Da ist der Neurochirurge gar nicht der ganz Richtige. Hier steht noch mal als nächste Frage: Glauben Sie, dass es viele unerkannte Hirnerkrankungen gibt? Da habe ich ja gesagt, ja. Und hängen Hirn und Darm zusammen? Ja, es gibt viele Erkrankungen, die zusammenhängen. Ich habe das auch bei diesem Normaldruckhydrocephalus Ihnen ja erzählt, dass es diese Inkontinenz oder diesen imperativen Harndrang und imperativen Stuhldrang gibt. Ja, da hängt dieses zum Beispiel zusammen. Aber möglicherweise zielt die Frage auch etwas in eine andere Richtung. Ja, und es gibt natürlich Darmerkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen, wo es zu einer schlechten Resorption von Substanzen aus der Nahrung kommt, die natürlich auch mal zu Hirnerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, die das Gehirn mit Mitleidenschaft ziehen können, verursachen können. Also ja, das kann im Einzelfall sein, muss in vielen Fällen aber nicht zusammenhängen. So, meine Damen und Herren, jetzt sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Ich hoffe, Ihnen hat diese Fortbildung etwas gefallen. Sie haben etwas mitnehmen können, vielleicht nicht für sich selbst, vielleicht aber auch für Angehörige, die eine ähnliche Erkrankung haben. Vielleicht möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir auch natürlich nicht nur meine Klinik, alle anderen Abteilungen hier im Krankenhaus solche Patientenvorlesungen weiter veranstalten. Und auch die Neurochirurgie ist immer wieder dran. Und das nächste Mal werden wir etwas über den Gesichtsschmerz erzählen. Ich habe Ihnen das in der Einleitung ja schon erzählt, dass das auch ein großer Schwerpunkt bei uns in der Klinik ist. Und ich würde mich freuen, Sie hier wieder begrüßen zu dürfen. Oder wenn Sie Freunde, Bekannte einladen, wenn Sie mal gehört haben, der eine oder andere hat einen Gesichtsschmerz, sagen Sie ihm Bescheid, dass hier eine solche Patientenveranstaltung auch demnächst abgehalten werden kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und es ist ja heute ein großer, ein warmer Tag, dass Sie das genießen. Jetzt habe ich ganz am Ende noch eine Frage hier bekommen, bevor wir gleich aufhören werden. Wie erfolgt die Shunt-Operation? Diese Shunt-Operation ist ein relativ einfacher Eingriff. Das ist ein Eingriff, den wir täglich durchführen, indem wir ein kleines Bohrloch in die hier oben in den Kopf bohren, einen kleinen Katheter in die Hirnkammer führen und dann alles unter der Haut sozusagen unterputzt, damit man es nicht sieht, in die Bauchhöhle führen. Das ist verbunden mit einem Krankenhausaufenthalt in der Regel so um die 5 Tage. Und danach kann man wieder nach Hause gehen. Und kurze Zeit später hat man diesen Eingriff eigentlich schon wieder vergessen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.